Hallo Leute und willkommen zurück zu Risen Evil Zero. So, dann wollen wir mal weitermachen. Hier ist Brandmunition noch. Ah ja, zuletzt haben wir ja jetzt endlich diesen komischen Wasserhebel, also was heißt hier Wasser, dieses Drehding für die Tür gefunden und haben es endlich in die Tür geschafft. Und ja, hab mich dann beim Rausgehen bei der Tür vollkommen erschrocken, weil da ein Zombie auf einmal stand, wo ich mit gar nicht gerechnet habe. Oh Mann. Ablegen. Gut. Leck Arsch, ey. Upp. Gut. Also den habe ich echt nicht gesehen. Also mit dem Zombie da draußen habe ich echt nicht gerechnet. Ja. Nein, den Vodram will ich doch gar nicht. Ich will da die Brandmunition haben. Komm schon. Oh, ist das schon wieder so in der blöden Ecke. So, geht doch. Oh Mann. Hier gibt es wieder was zu lesen. Lesen. Na komm schon. Rebecca, bitte. Die mich hier verkohlen oder was? Info zu Batteriesäure. Batteriesäure. Diese Flüssigkeit ist eine verdünnte Lösung aus Wasser und Schwefelsäure. Beide müssen von hoher Reinheit sein. Aufgeladenen Zustand muss die Batteriesäure eine Schwere von 1280 plus Unterstrich, was auch immer, 0,010 bei 20 Grad haben. Reine der Batteriesäure. Achten Sie darauf, dass die verdünnte Schwefelsäure rein genug ist. Ich hoffe, ich habe das so gut wie möglich vorgelesen. Ich habe so meine Schwierigkeiten, das lautstark vorzulesen. Ich lese das eigentlich meistens immer für mich alleine in Ruhe. Deswegen komme ich dann meistens immer ein Stottern ein bisschen. Gut, hier haben wir alles. Der guckt schon seit längerem die Radieschen von unten an. Der sieht nicht mehr ganz frisch aus. Da hast du recht, Rebecca. Gut. Ich glaube, wir müssen mal eben kurz nochmal nachjustieren. Bei ihm mal das hier nachladen. Er sollte wieder die Pistole nehmen. Gut. Habe ich bei Rebecca die Pistole weggenommen. Na. So. Weiter geht's. Weiter geht's. Gut. Bleh. Schon wieder Igel hier.
Er kommt der Sache gar immer näher. So. Wir jetzt hier. Okay, das andere sehen wir noch nicht. Dann ab durch die Tür. Mal sehen, was für eine Überraschung da uns erwartet. Für mich ja noch keine. Ich weiß gar nicht, ob ich hier hin muss schon. Naja, wir müssen ja irgendwie die Schwefelsäure erstmal haben. Aber erstmal die Batterie. So, die faule Bagage mal wieder erstmal rausschaffen. Hätten wir natürlich auch erledigt. Eieiei. Hat er mich erwischt? Ja, natürlich hat er mich erwischt. Wie soll es auch anders sein? So, mit Billy nehmen wir hier die Schrotmunition auf. Da ist wieder was zum Lesen. Tagebuch des Werkleiters. 10.05. Verdammt, warum wird normaler Industriemüll hierher gebracht? Diese Anlage gehört der Umbrella Corporation. So viel Müll können wir nicht verarbeiten. Noch dazu schicken sie uns Giftmüll, den wir nicht entsorgen können. Was sollen wir damit machen? 24.07. Die wollen scheinbar das Werk schließen. Kein Wunder, nach dem, was hier lief. Es war nötig, aber ziemlich plötzlich. Bislang war es ihnen auch egal. Hauptsache, ich komme hier raus. Mir ist egal, was die tun. Tja. Tja, so ist das. Immer diese Müllbeseitiger. Okay. Hier sind wir durchgekommen. Sind wir hier? Da fehlt was. Also fahren wir nach oben. Tschüss, Billy. Billy kommt nicht mit. Müssen wir extra wieder nach oben fahren, damit Billy wieder runterkommt. Let's go! Ja. Ich wusste gerade, dass ich ihn weggeschickt habe. So, jetzt wieder runter. So, für hier jetzt. Ah, okay, da hinten sind zwei verschlossene Türen. Ah, ganz ruhig bleiben. Oh, shit. Nicht er schon wieder. Der Klumpfuß ist wieder da. Shit. Keine Munition mehr.
Schnell, aufstehen, aufstehen, aufstehen. Puh, geschafft. Gut, dass die Trophäe mich darauf hingewiesen hat, dass er erledigt ist. Ich habe das eben nicht mehr gesehen können. Boah, wie selber angeschlagen. Oh, Billy ist im kritischen Zustand. Eieieiei. Das ging ja gerade noch mal so. Gut, ein Treffer noch und Billy wäre tot gewesen und wir wahrscheinlich dann auch. Eieieiei. Gut. Müssen wir uns so schnell wie möglich heilen. Besonders Billy. So, hoch da. Mal sehen. Was wir da finden jetzt. Mal sehen, mal sehen, mal sehen, mal sehen. Ach, okay. Na, ich brauche Rebecca. Genau, das Teil brauchen wir. Okay. Wieder runter. Shit. So. Hier hin. Hoffentlich erwartet uns da nicht noch eine Überraschung irgendwie. Bezug Heiderwörtern. Ach du Schande. Jetzt weiß ich wohl, was das ist. Da kommt diese blöden Frösche. Aber ich glaube, da können wir noch gar nicht lang, weil das Wasser läuft. Oder? Ja, da können wir noch gar nicht lang. Aber wir können uns heilen. Ja, zwar nicht ganz, aber immerhin besser als... Naja. Gehen wir mal wieder zurück. Setzen die Plantine da ein. Am besten gehe ich ganz zurück und heil Billy ganz. Der ist nämlich noch ziemlich angeschlagen als Rebecca. Heilen wir uns da mal eben im Speicherraum nochmal. So, hier rein. Batsch, 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 batsch. Flatsch, 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 flatsch. Pürierte Igel. Lecker, lecker, fein, schmatzi. So. So, Billy, nun heil dich mal. Nein, du sollst die Heilung nehmen.
Wäre schön, wenn die nebeneinander einfach heilen würden, die, wenn sie nebeneinander stehen würden, aber nein. Nein. Kann man nichts machen. So. Jetzt wieder den Weg zurück. So. Ach ja, ach ja. Dann setzen wir gleich die Plantine dann ein. Und dann geht's weiter in Tech. So. Naja, die Plantine hat ja Rebecca. So, rein damit. Dann der hat wieder Strom. Yeah! Wir fahren jetzt mit der Gondel. Besser gesagt, Rebecca. Rebecca würde sicher hineinpassen. In die Gondel steigen? Nö, natürlich. Eine dumme Frage. Rebecca Lieferung frei raus. So. Gut. Ah ja, hier können wir ja das Wasser abdrehen. Hebel umlegen. Und schon ist der Weg frei. Dann sonst noch was? Anscheinend nicht. Oder doch? Ah, Säuremunition. Die Treppe ist kaputt, ja. Soll ich die Säure hochnehmen? Gut. So. Sonst hier ist soweit nichts. Nein, hier ist soweit sonst nichts. Hier. Scheinbar kaputt. Gut. So. Was haben wir hier? Boah, ich hasse diese Viecher. Ich hasse diese Viecher. So. Und noch mehr Säure. Das ist ja voll ätzend hier. Haben wir hier Industriewasser mitnehmen? Ja, oh, ein Schluck Wasser. Okay, ein Chemikalien mischen. Der Verdünner ist bereits im Mischset. Chemikalien hinzugeben. Blaue Chemikalie und der Verdünner wurde zu Schwefelsäure vermischt. Yeah! War jetzt mit dem Wasser. So, ja. Kombinieren.
Batteriesäure. So, schon haben wir die Batteriesäure. Jetzt müssen wir nur noch dieses Behältnis für die Batterie noch finden. Die Tür wurde aufgeschlossen. Ja. Sind da nicht unten auch noch von diesen Insektenviecher welche gewesen? Uff. Ah, doch, okay, doch, aber die kommen noch nicht. Diese Kapsel, da ist nichts mehr drin. Die ist von der anderen Seite verschlossen. Okay, ohne Billy-Hilfe kommen wir da nicht hin. Dann muss erstmal Billy hierher. Gut, 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 gut. Gehen wir mal in diesen sicheren Raum wieder rein. Sicher ist sicher. Gut, wechseln wir nach Billy und jetzt müssen wir den ganzen Weg drumherum laufen, wo das Wasser eben war. Und wenn mich nicht alles irrt, kommen da diese komischen Mutantenfrösche. Keine Mutantenschildkröten, sondern Mutantenfrösche. Quark. Nicht die Teenage Mutant Ninja Turtles, sondern die Teenage Mutant Frogs. Ja, schon wieder. Bleh. Mist, ich bin da irgendwo was reingetreten. Da, 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 da. Bum 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 la 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 la. Okay. Ich glaube, wir in die falsche Richtung. Ich laufe ja total in die falsche Richtung, ich Doofkopf. Naja, zumindest weiß ich jetzt, dass da Zombies stehen. Ich muss ja darüber, über diese Brücke, wo eben noch Wasser lief. Und ich, Idiot, lauf einfach wieder zurück. So. Hätte einfach nur nach unten gemusst. Und nicht durch die Tür. Einfach nur nach unten. Da, da, da. So. Ab geht's. Ja, geh durch. Geh schon durch, Billy. So. Okay. Nimm lieber mal die hier zur Sicherheit in die Hand. Man weiß ja nie. Aber ich versuche erstmal den noch zu. Oder kommen die erst auf den Rückweg? Ich weiß es nicht. Ja. Hat er weggeschafft.
Oh, echt höllisch aufpassen, wenn man dann nicht aufpasst, dann putzen die einen mit Haut und Haar. Daran kann ich mich noch gut erinnern. Ja, damals mal passiert gewesen. Ja, das ist die Treppe von unten, die kaputte. Zombie? Ach da. Guten Tag, Sir. Allgemeine Kopfkontrolle. Ihr Kopf ist nicht mehr in Ordnung. Der nächste, der eine Kopfkontrolle haben möchte. Haben Sie? Nein. Ich muss Sie auch leider entlassen. Ihr Kopf ist auch nicht mehr in Ordnung. Tut mir echt leid, von ganzem Herzen. Sie waren so ein guter Mitarbeiter. Außerdem kann ich nicht erlauben, dass Sie hier nackt einfach so rumlaufen. Achso, ja, die Magnetkarte. Die haben wir ja noch nicht. Ja. Da sind wir hergekommen. So. Immer schön nachladen. Sicher, sicher. Tür wurde aufgeschlossen. Gut. Ach ja, hier sind wir jetzt. Okay. Das war also die andere Tür. Gut. Also müsste ja Rebecca ja Billy da unten gehört haben, weil sie ist ja direkt über ihn gewesen. Na gut. Theoretisch hätte sie auch einfach runterspringen können, ne? Und Billy hätte sie auffangen. Naja. Lassen wir das. So, jetzt holen wir die Batteriebehältnis da und füllen die Säure da rein. Und dann können wir auch diesen komischen Kran nehmen. This way. Okay. So. Hopp. Komm, Billy, nimm Rebecca mal auf den Arm. Oder auf die Schulter. Gut. Ja, ich weiß, jetzt kommen diese scheiß Viecher da raus. So, das hätten wir auch erledigt. Gut. Kombinieren. Und dann hätten wir die Hochleistungsbatterie. Ja. Okay. Gut. I'll go check over there. Okay. This way. Yeah. Können wir auch hier durchgehen? Ja. Gut, gut. Auf geht's zu diesem Stablader. Und dann die Batterie holen. Die Karte. Nee. Falsche Seite. Oben die Tür muss ich nehmen. Das laufen wir ja dem Froscher wieder in den Weg. So. Die Treppe hoch. Bam. Bum, bum, bum. So. Nein, Rebecca, hier oben bleiben. Schön bei Fuß, ja? Gut.
Jo, da sind wir ja wieder. Hier durch. Batsch, 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 batsch. So. Hier durch. So. Ah, da sind wir ja schon. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Dann packen wir mal die Batterie da rein. So. Natürlich stehen wir nicht wieder exakt davor. So. Jetzt aber. Nein, noch nicht. You stay here. Yeah. So. Rebecca, der geht hoch. Billy drückt den Knopf. Knopf drücken nach da. Na. Und hoch damit. Und da hätten wir die Karte. Sehr schön. This way. Roger. Von alleine kommt sie natürlich nicht runter. So. Und jetzt den schönen Weg wieder zurück. So, wo war die Tür mit der Karte nochmal? Da unten ist er. Okay. Auf zu der Tür. Auf zum Atom. So. Wieder die Treppen runter. Laufen, laufen, ohne zu schnaufen. Da, 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 da. Sehr schön. Läuft ja soweit ganz gut. So. So. Wieder runter in den Keller. Oh ja. So, hier durch. Hoffentlich laufen wir auch richtig. Ja. Hier rum. Und schon sind wir da. Ja. Piep. Und schon können wir rein. Die Karte brauchen wir nicht mehr. Also weg damit. Gut. Durch die Tür. Da, denn da ist die Tür. Ach. Oh, wei, 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 wei. Tja. So, und an dieser Stelle machen wir erstmal eine Pause und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn ja, gebt dem Video einen Daumen hoch, hinterlasst ein paar Kommentare und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr es tut.
wenn es euch natürlich gefallen hat. In dem Sinne wünsche ich euch was und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Macht's gut!